سوف يعلمون أن نحن المسلمون قادمون نرفع الرايات سوف يعلمون أن نحن المسلمون قادمون. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. مني مش الصاد يسلمكم إن شاء الله etwas nach vorne. Es ist immer blöd, wenn alle verteilt sitzen. Ja, hier ist zum Beispiel sehr viel Platz, dass wir inshallah zusammensitzen. Weil dieses Zusammensitzen, ja, wirkt auf den Menschen und das stärkt die Brüderlichkeit, anstatt wenn jeder irgendwo sitzt. Alle Lob gebührt Allah, meine lieben Geschwister im Islam, dem Herrn der Welten. Der Frieden der Sie und der Segen sollen auf den Propheten Muhammad sallallahu sein bis zum nächsten Tag und auf diejenigen, die ihm sallallahu alaihi folgen. Meine lieben Geschwister im Islam, wir haben ja letzte Woche erwähnt, dass Allah subhanahu wa ta'ala die Wahrheit ist. Und wir sind immer noch beim Hadith oder bei der Dua, die der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gesprochen hat, wenn er nachts gebetet hat. Und dazu gehört auch, wenn man sagt, dass Allah subhanahu wa ta'ala die Wahrheit ist, gehört dazu, dass man daran glaubt, dass Allah subhanahu wa ta'ala da ist, existiert ohne Zweifel. Und dass man daran glaubt, dass Allah subhanahu wa ta'ala die Macht hat und die Kraft hat, die Dinge zu ändern und die Dinge zu lenken, ohne Zweifel. Und wir haben gesagt, dass zu dem Glauben daran, dass Allah subhanahu wa ta'ala die Wahrheit ist, gehört, dazu gehört auch, dass man daran glaubt, dass alles neben Allah, neben der Scharia von Allah, neben der Sunna von Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, all dies, was neben dem ist, dass das falsch ist. Alles, was neben dem Koran ist, ist falsch. Alles, was neben der Sunna ist, ist falsch. Alles, was neben der Methodik von Rasulullah ist falsch. Alles. Deswegen sagt Allah subhanahu wa ta'ala dies, weil Allah die Wahrheit ist und weil das, was sie neben Allah rufen, falsch ist. Das gehört dazu. Dazu gehört auch, meine lieben Geschwister im Islam, und das ist unser Thema heute, dass man, wenn man daran glaubt, dass Allah subhanahu wa ta'ala die Wahrheit ist, dass man auch der Wahrheit folgt. Mit anderen Worten, dass man den Beweisen folgt. Vor allen Dingen in unserer Zeit, wo viele einfach so über den Islam reden und eine Sache für halal erklären, obwohl sie haram ist. Oder eine Sache für haram erklären, obwohl sie halal ist. Oder eine Sache zur Sunna erklären, obwohl sie Bid'ah ist. Oder eine Sache zur Bid'ah erklären, obwohl sie Sunna ist. Und so weiter und so fort. Vor allen Dingen in dieser Zeit. In dieser Zeit musst du der Wahrheit folgen. Mit anderen Worten, du musst den Beweisen folgen. Das heißt, wenn jemand zu dir kommt, das sagt Allah subhanahu wa ta'ala, قُلْ هَاتُ بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. Sag zu den Menschen, zu den Juden und den Christen und den Andersdenkenden und denjenigen, die mit irgendeinem Blödsinn kommen, sag ihnen, bringt eure Beweise, wenn ihr wahrhaftig seid. قُلْ هَاتُ بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. Und das bedeutet, dass man, wenn man mit diesen Sachen konfrontiert wird, dass man die Leute darauf auffordert, Beweise zu bringen. Dass man ihnen sagt, bring deinen Beweis. Du sagst, das ist Bid'ah, wo ist dein Beweis? Du sagst, dass das Kufr ist, bring deinen Beweis. Du sagst, dass die Person XY Kafir ist, bring deinen Beweis. Du sagst, dass das oder das Haram ist, Halal ist, Bid'ah, Sunnah ist, bring deinen Beweis. Und das gehört dazu, dass man daran glaubt, dass Allah die Wahrheit ist. Es gehört dazu, dass man der Wahrheit folgt, das heißt, dass man ja, die Wahrheit fordert, einfordert, dass man sagt, gib mir den Beweis. Wo ist dein Beweis? Und wir, meine lieben Geschwister im Islam, wir, die Umma von Muhammad sallallahu alaihi wasallam und diejenigen, die dem Koran und der Sunna folgen und die zu Ahlus Sunnati wal Jama'a gehören, wir sind Menschen, wir folgen den Beweisen. Unsere Religion ist auf Beweisen festgelegt. Wir folgen den Beweisen. Unsere Religion ist auf Beweisen festgelegt. Das heißt, wir glauben nicht an eine Sache, bevor wir nicht den Beweis dafür haben. Wir tun nicht eine Sache im Islam, im Gottesdienst, außer wir haben einen Beweis dafür. Wir sagen keine Sache im Islam, im Gottesdienst, in der Ibadah, außer wir haben einen Beweis dafür und so weiter. Die anderen aber, von den Sekten, bei denen ist was anderes. Bei denen ist das so, dass sie an etwas glauben und dann nach den Beweisen suchen. Wir suchen nach den Beweisen, dann glauben wir erst. Bei denen nicht.
bei denen die glauben an etwas und dann suchen die nach den Beweisen. Sie erklären einen Muslim zum Kafir und dann holen sie die Beweise. Sie rufen einen Staat aus und dann kommen sie mit den Beweisen. Sie glauben daran, dass eine Sache haram ist und dann kommen sie mit den Beweisen und so weiter und so fort. Aber Al-Sunnah wal Jama'ah, nein. Sie folgen den Beweisen, sie suchen nach den Beweisen und dann glauben sie. Dazu gehört auch, meine lieben Geschwister im Islam, das zusammengefasst kurz, zu dieser Sache gehört auch, dass man die Wahrheit sagt. Allah subhanahu wa ta'ala sagt zum Beispiel, O ihr, die glaubt, ja, ihr alladhina amanu, ittaqullaha, fürchtet Allah, wa qulu qawlan sadida, und sagt ein gutes Wort, sagt, spricht mit einem geziemenden Wort, das heißt, spricht mit der Wahrheit. Und der Befehl dafür, dass man die Wahrheit sagt, ist automatisch ein Verbot dafür, dass man nicht die Falschheit sagt. Deswegen sagte einer der Großgelehrten, Sheikh Imam Muhaddith Nasruddin al-Albani rahimahullah, er sagte, wenn du nicht die Möglichkeit hast, die Wahrheit zu sagen, dann sage nicht die Falschheit. Dann sprich nicht mit Falschem. Und das ist das Problem, was wir heute haben. Oft ist das so, wir sitzen zwischen der Familie, mit den Nachbarn, mit dem Nicht-Muslim auf der Arbeit. Wir haben nicht die Möglichkeit, die Wahrheit zu sagen. Ja, vielleicht aus Schwäche, vielleicht aus Angst. Und das ist alles eine Sache, die zu tadeln ist. Eine Sache, die zu tadeln ist, dass du Angst hast vor den Kafir. Ja, dass du schwach bist vor deiner Familie. Dass du schwach bist vor den Leuten. Das ist eine Sache, die ist zu tadeln. Das ist schlecht. Das ist keine gute Sache. Du musst stark sein. Du musst die Wahrheit sagen, du musst für die Wahrheit einstehen, du musst die Wahrheit verteidigen, du musst die Wahrheit verbreiten. Und nicht schwach sein vor der Wahrheit, schwach sein vor dem Sprechen der Wahrheit. Hier sagt dieser Imam, wenn du nicht die Möglichkeit hast, die Wahrheit zu sagen, dann sag nichts Falsches. Und bei uns ist das oft so, meine lieben Geschwister, ich sage, auf der Arbeit, in der Familie, wir können die Wahrheit nicht sagen, wie gesagt, aus Angst, aus Furcht, aus, und dann sagen wir Falsches. Und das ist haram, das ist falsch. Das ist verboten. Wenn du nicht die Möglichkeit hast, Gutes zu sagen, dann schweig. Deswegen sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wer von euch an Allah und den jüngsten Tag glaubt, der soll Gutes sagen oder schweigen. Mit anderen Worten, der soll die Wahrheit sagen. Und wenn er die Wahrheit nicht sagt, dann soll er schweigen, dann soll er nicht das Falsche sagen. Und das gehört auch dazu. Auch dazu gehört, dass du die Wahrheit verbreitest. Ja, und wo ist das Verbreiten der Wahrheit? Wo ist die Aufopferung dafür? Die anderen, sie verbreiten die Falschheit Tag und Nacht. Sie stehen auf, sie geben Geld, sie bemühen sich, sie sammeln die Menschen, alles. Und sie haben die Falschheit, sie folgen der Falschheit. Sie folgen dem Blödsinn, sie folgen dem Kuffer, sie folgen dem Schirk und sie verbreiten das. Und wir, wo wir die Wahrheit vertreten und verfolgen, wo ist unser Einsatz? Das gehört dazu, dass du daran glaubst, dass Allah die Wahrheit ist, Al-Haq. Gehört nicht einfach dazu, dass du irgendwas erzählst, dass du irgendwas, Tee trinken, Baklava essen, sondern dazu gehört, dass du dich aufopferst für diese Wahrheit, weil du weißt, dass das die Wahrheit ist. Und wir sehen es oft, viele, die konvertieren. Und was machen sie? Sie setzen sich ein dafür. Warum? Weil sie sagen, ich habe die Wahrheit. Das ist die Wahrheit. Ich habe die Wahrheit erkannt. Ich war mein ganzes Leben, habe ich an Falschheit geglaubt. Das ist die Wahrheit. Aber wir, Allahu Musta'an, möge Allah uns vergeben. Möge Allah uns die Kraft geben, dass wir uns für diese Wahrheit einsetzen, meine lieben Geschwister im Islam. Auf jeden Fall, wir kommen inshallah zum nächsten Thema. Ja? Und das ist die Aussage des Propheten, wo er sagt, ja? Und dein Versprechen ist wahr. Wa wa'aduka al-haq. Und dein Versprechen ist die Wahrheit. Und dein Versprechen ist die Wahrheit. Das bedeutet, meine lieben Geschwister, dass Allah subhanahu wa ta'ala, wenn er ein Versprechen gibt, dass dieses Versprechen wahr ist und dass Allah subhanahu wa ta'ala nicht lügt und sein Versprechen nicht hält. Das Nicht-Einhalt vom Versprechen ist bei Allah subhanahu wa ta'ala nicht vorhanden. Bei uns vielleicht. Aber Allah subhanahu wa ta'ala, wenn er ein Versprechen gibt, dann hält er es ein 100%. Und dazu gehört auch, dass man daran glaubt, dass Allah subhanahu wa ta'ala seinen Gläubigen
und seinen Befolgern, diejenigen, die Allah subhanahu wa ta'ala gehorchen, die Gläubigen und die Rechtschaffenen, dass er ihnen, ihnen das gibt, was er ihnen im Koran und in der Sunna versprochen hat. Zum Beispiel sagt Allah subhanahu wa ta'ala, und diejenigen, die glauben und Gutes tun, wir werden sie in Paradiesgärten eintreten lassen. Paradiesgärten, wo Flüsse unter den Paradiesgärten laufen und fließen. Ja? Für immer und ewig sind sie dort. Und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, وَعَدَ اللَّهِ حَقَّ. Ein Versprechen von Allah, welches wahr ist. Das heißt, das ist ein Versprechen von Allah subhanahu wa ta'ala, mein lieber Bruder. Allah subhanahu wa ta'ala hat dir versprochen, wenn du dich am Islam hältst, dass du ins Paradies eintreten wirst. Allah hat dir versprochen, wenn du dich am Islam festklammerst, dass er dir den Sieg gibt. Allah hat dir versprochen, wenn du dich an diesen, an dieser Religion hältst, dass er dir deine Sünden vergeben wird. Das ist ein Versprechen von Allah. Und Allah subhanahu wa ta'ala hält sein Versprechen ein und sagt er, وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا. Und wer ist wahrhaftiger als Allah in der Aussage? Keiner. Allah subhanahu wa ta'ala ist der Wahrhaftigste. Wenn er eine Sache sagt, dann ist er wahrhaftig. Allah subhanahu wa ta'ala. Ja? Dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala auch, وَعَدَ اللَّهِ. Ein Versprechen von Allah. La yukhlifu Allahu wa'ada. Allah hält sein Versprechen immer wieder ein. Allah subhanahu wa ta'ala bricht sein Versprechen niemals. وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. Aber die meisten Menschen verstehen es nicht, wissen es nicht. Die meisten Menschen haben kein Iman. Die meisten Menschen, wenn sie beten, wenn sie fasten, glauben sie nicht daran, mit festem Glauben, dass Allah subhanahu wa ta'ala sie dafür belohnt. Und deswegen ist unsere Ibadah schwach. Wie Ibn al-Qayyim rahimahullah gesagt hat, er hat gesagt, warum ist die Ibadah von vielen schwach? Weil sie keine Gewissheit haben. Darin, dass Allah subhanahu wa ta'ala sie belohnen wird, ohne Zweifel. Und weil sie kein Gewissen haben, dass Allah subhanahu wa ta'ala sie bestrafen wird, wenn sie eine Sünde begehen. Wenn sie Allah subhanahu wa ta'ala sich widersetzen. Das ist das Problem, wir haben keine Gewissheit hier. Wir lesen den Koran und lesen und lesen und lesen, aber ohne Gewissheit. Einfach so, als ob wir Zeitung lesen würden. Das ist unsere Realität. Das ist unsere Lage, meine Geschwister im Islam. Wir brauchen uns nichts vorzumachen. Genauso sagt Allah subhanahu wa ta'ala über die Gläubigen und die Rechtschaffenen, dass sie sagen, oh unser Herr, Rabbana, innaka jami'un nas, oh Allah, oh unser Herr, du wirst die Menschen versammeln an einem Tag, wo es keinen Zweifel gibt. Inna Allah la yukhlifu al-mi'ad. Wahrlich, Allah subhanahu wa ta'ala hält sein Versprechen ein. Er bricht sein Versprechen nicht. Und das ist der Glaube von den Rechtschaffenen, ja? Von den Rechtschaffenen, ohne Zweifel. Deswegen, wenn dir jemand Unrecht tut, oder wenn du das Unrecht siehst, was heute passiert, in Syrien, in Halab, diese Stadt, meine lieben Geschwister im Islam, wird bombardiert, jeden Tag, jetzt vielleicht, um diese Uhrzeit. Es vergeht keine Stunde, außer dass eine Bombe über diese Menschen fällt, über die Muslime, unsere Geschwister, meine lieben Geschwister. Unsere Brüder und unsere Schwestern, unsere Kinder, unsere Mütter, unsere Schwestern, unsere Väter, die dort sterben und leiden. Wenn du das siehst, dann musst du das Vertrauen haben bei Allah und die Gewissheit haben, dass Allah subhanahu wa ta'ala die Menschen versammeln wird. Ohne Zweifel. Und dass jeder das bekommt, was er verdient, meine Geschwister im Islam. Und ich sage euch eine Sache, ein Grund dafür, dass Halle bombardiert ist, ist Daesh, sind die Khawarij. Die mit den Shia zusammen, mit den Rawafid, Halab belagern. Diese Stadt wird belagert von den Rawafid und von den Khawarij. Von ISIS, Daesh. Deswegen, wie kann man noch, meine Geschwister im Islam, heute noch diese Gruppe unterstützen? Wo sie, unsere Geschwister, wo wir weinen und die Bilder sehen und die Videos sehen, in Halab, wo sie diese Menschen, ja, belagern. Und sie töten und sie bombardieren und sie missbrauchen und vergewaltigen und, meine Geschwister im Islam. Al-Muhim, eine Sache noch und damit schließe ich ab. Die Aussage von Allah subhanahu wa ta'ala, wo er über die Gläubigen spricht, dass sie auch sagen, ja, Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rasulik. O unser Herr, gib uns das, was du deinen Gesandten versprochen hast.
Allah subhanahu wa ta'ala hat seinen Gesandten versprochen, dass er ihnen den Sieg gibt. Ja? كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. Allah hat vorgeschrieben und festgelegt, dass er und seine Gesandten siegen werden. Genauso diejenigen, die Allah und seinen Gesandten folgen. Der Sieg wird kommen, meine lieben Geschwister. Allah SWT sagt, dass der Sieg nah ist. ألا إن نصر الله قريب. Wahrlich, der Sieg Allahs ist nah. Der Sieg wird kommen, meine lieben Geschwister im Islam. Die Frage ist nur, sind wir dabei oder nicht? Gehören wir zu denen, die den Sieg verdient haben und die am Sieg beteiligt sind? Oder gehören wir zu denen, die vielleicht den Sieg, ja, den Sieg nicht verhindert haben? Weil verhindern kann ihn keiner. Aber vielleicht gehören wir zu denjenigen, meine lieben Geschwister im Islam, die den Sieg verzögert haben mit unseren Sünden und mit unserer Schwäche, mit unseren Problemen und mit unserem, ja, unserem Mangel an Aufopferung, Mangel an Arbeit für den Islam. Vielleicht kann es sein, dass wir daran schuld sind. Möge Allah uns bewahren. Dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala über sie, dass sie sagen, وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ, und enttäusche uns nicht am Tag des Gerichts. Ja, und dann sagen sie, إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِعَادِ, du, ja Allah, brichst dein Versprechen nicht. Du hältst dein Versprechen. Das ist Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala hält sein Versprechen. Und wir müssen daran glauben, fest, dass Allah subhanahu wa ta'ala sein Versprechen hält. Wenn Allah subhanahu wa ta'ala versprochen hat, dass er den Gläubigen den Sieg gibt, ja, dann wird Allah subhanahu wa ta'ala den Sieg geben. Aber Allah subhanahu wa ta'ala sagt, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ. O ihr, die ihr glaubt, wenn ihr Allah zum Sieg verhelft, braucht Allah jemanden, der ihn zum Sieg verhelft? Nein! Aber damit ist gemeint, wenn ihr dem Religion zum Sieg verhelft, den Islam zum Sieg verhelft, die Sunna des Propheten zum Sieg verhelft, diese Moschee zum Sieg verhelft. Ja? Nicht die Moschee dreckig lässt. Ja? Und meine lieben Geschwister im Islam, und das werde ich nochmal betonen, ich und die Brüder zum Beispiel, die verantwortlich hier sind, wir sind nicht alleine verantwortlich für diese Moschee, sondern jeder von euch, der hier reinkommt, ist verantwortlich für diese Moschee. Das heißt, ist verantwortlich dafür, dass die Toilette sauber bleibt, dass die Küche sauber bleibt, dass die Moschee sauber bleibt. Warum kommt keiner von euch auf die Idee, vor dem Jumu'ah ein bisschen eher zu kommen und die Moschee ein bisschen sauber zu machen? Warum macht das keiner? Warum kommt keiner von euch auf die Idee, früher zu kommen und ein bisschen Duft hier zu lassen? Wir haben das extra geholt. Bukhur, ein bisschen die Fenster aufzumachen, hier ein bisschen sauber zu machen. Warum? Warum, meine lieben Geschwister im Islam? Das gehört dazu. Das gehört dazu, dass man dem Sieg, der Sache Allah zum Sieg verhält. Warum? Warum machen wir das nicht? Und dann wundern wir uns noch, Halab und Dimashq und die ganzen Irak, Jemen. Dann wundern wir uns noch, es wird noch schlimmer, meine lieben Geschwister im Islam. Ich sage euch, es wird noch schlimmer. Ja, jetzt fangen sie mit Saudi-Arabien an. Von wegen, dass sie jetzt, ne, dass es jetzt die Möglichkeit gibt für die Amerikaner in Amerika, Saudi-Arabien anzuklagen für den 11. September. Das ist jeder, der irgendwie Opfer hatte. Und wir betonen, das, was da passiert ist am 11. September, ist nicht mit dem Islam zu vereinbaren. Das ist eine schlimme Sache, ein Terrorakt, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Das ist eine sehr schlechte Sache, die da passiert ist. Ja, der Islam verurteilt das scharf. Aber was machen sie jetzt? Jetzt kommen sie und sie haben in Amerika, im Kongress, ja, im Parlament von Amerika, haben sie beschlossen, dass jeder in Amerika, der irgendwie Opfer hatte vom 11. September, dass er Saudi-Arabien anklagen kann. Könnt ihr euch das vorstellen? Ein unpopliger Mensch geht zu irgendeinem publigen Gericht dort und klagt ein muslimisches Land an, einen muslimischen Staat an. Das lässt mich und dich wissen, dass das Spiel weiterläuft. Syrien war gestern, Irak war gestern, morgen ist Saudi-Arabien dran. Übermorgen ist Marokko dran und danach, ja, sie gehen so weiter und weiter und weiter. Warum? Weil wir nicht am Islam halten. Weil wir uns auseinander sind. Weil wir nicht den Islam zum Sieg verhelfen. Weil wir uns nicht aufopfern für diese Sache, für die Moschee, für die Sunna und, meine lieben Geschwister im Islam. Deswegen sagt Allah, wenn ihr Allah zum Sieg verhelft, das heißt seine Sache, dann wird er euch zum Sieg verhelfen. Möge Allah uns den Sieg geben. Amen. Möge Allah unseren Geschwistern in Halab und anderswo helfen und ihnen beistehen, meine Geschwister im Islam. Macht viel Dua, auch im Sujud. Jazakumullah khair.